Meine lieben Hobby- und Freizeit- und Ölpestezoologen, ich gehe mal direkt wieder auf Play und ja, wir haben hier die ganzen Seelöwen hier letztes Mal so ein bisschen gerettet, ne, und ich finde, das sieht aber eigentlich schon wieder ganz gut aus. Die wollen natürlich jetzt hier Pflanzen haben, aber ich weiß nicht, ob es hier so sinnvoll wäre, jetzt hier Pflanzen reinzuballern. Wir können ja ganz kurz mal gucken. Machen wir mal, was ist das? Das ist subtropisch. Ja, was ist denn ditte hier? Ja, ballern wir mal hier so ein paar Sträucher hin. Zam, 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 zam. So, was ist mit euch? Ist euch der Boden zu weich oder was ist jetzt hier? Was nehmt ihr hier ab, Freunde? Der Boden ist mir zu weich. Okay, dann machen wir hier auch noch ein bisschen Savannengras hin. Das haben wir ja in der letzten Folge ausgiebig hier klar gemacht, ne? So, bitte sehr. Ist zwar für Seelöwen irgendwie ein bisschen seltsam, ne? Savannengras und so, ne? Aber Gott, das sieht doch ganz, mir geht's prima. Perfekt. So, da sind, ne? Hier Pflanzen, gehst du noch? Hier sind ein paar Pflanzen. Hier kannst du planschen. Das ist alles im bestens gesorgt für euch, meine lieben Leute. Jetzt mal auf, wenn wir hier schon ein bisschen Savannengras haben, dann holen wir da mal ein paar Pflanzen, damit die sich auch hier, ne, weiterhin wohlfühlen. Zam, 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 zam. So. Ach, das ist natürlich jetzt tropisch, ich Idiot, ne? Egal, vielleicht funktioniert das, ne? Kümmert sich auch direkt drum, ist denen zu warm, ist denen zu kalt. Mir geht's prima, super, so will ich das lesen hier, liebe Leute. So, perfekt, ne? Okay. Gucken wir nochmal von oben. So, Kokos ist an Wurzel, bla bla bla, erkrankt. Ist aber auch schon wieder gesund, ne? Das ist ja auch noch krank. So, was ist hier mit euch? Ich habe die Pflanzenölvergiftung. Ja, der Gärtner kommt. Wir stellen am besten nochmal einen ein, liebe Leute. Ne? Gärtner kann man in so einer Phase, glaube ich, nicht genug haben. Und insofern 4 Sterne, subdidabdi hier, mein Freund. Du kriegst das hin. Ich werde dich ein bisschen vergrößern, was dein Einzugsgebiet angeht. Ne? So, hervorragend. Segenlöwen, Weibchen 21 ist schwanger. Super. Perfekt. Bist du Seelöwen, Mädchen, Weibchen 21? Ja, perfekt. Ja, da haben wir das, denke ich mal, super wieder hingekriegt. Ne? Die vermehren sich jetzt wieder. Ne? Mal gucken, ob die so produktiv sind wie unsere Pinguine und unsere Erdmännchen in besten Zeiten. Hier, wenn du pflanzen willst, Kollege, ne? Ich könnte ein Schild aufstellen, lasse ich aber. Hier sind auf jeden Fall ein paar Pflanzen für euch. Können ja noch ein paar zusätzlich hinballern. So, warte mal, wir hatten eben subtropisch, ne? Zim. Moment, machen wir hier gemäßigt. So, was hatten wir denn hier? Ne? Ja, genau, die hatten wir. So, hier bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr, bitte sehr. Haben wir den Onkel Doktor ein bisschen in die Pflanzen gestellt, ne? Ja, finde ich gut so. Ist auf jeden Fall schon jemand schwanger. Hier, was ist mit dir, Kollege? Der Boden ist mir zu weich. Okay, das heißt, da muss noch ein bisschen Savannengras drauf geballert werden. Dann sollte das auch auf jeden Fall funktionieren. Hier haben wir ja letztes Mal die Ölpest noch nicht ganz wirklich kaschiert. Ne? So, machen wir hier mal zam, zam. So, Gratulation, den Seelöwen geht es wieder bestens und einige Seelöwinnen sind sogar schwanger. Wir werden nun dafür sorgen, dass sie zurück ans Meer gebracht werden. Die SBC hat aber sicherlich schon neue Aufgaben für dich. Außerdem erhältst du als kleine Anerkennung deiner Leistung einen Seelöwen als Geschenk für deinen eigenen Park. Cool! Ja, super, perfekt, der Seeschwanger. Ja, die kommen unseren Pinguinen doch ein wenig nahe. Ja, das finde ich gut, liebe Leute, haben wir das auf jeden Fall gewuppt und ja. Geht's dem wieder gut, ne? Und hier ist alles wieder sauber, ne? Haben wir ein bisschen drüber gesprayt, ne? Mit Savannengras, ne? Gut, das denke ich mal, werden die Gärtner hinkriegen auf Dauer. Mhm. Ja, perfekt. Dann klicke ich hier direkt nochmal drauf. So, wie ich sagen, ne? Diese Mission haben wir perfekt abgeschlossen, ne? Ölpest ist erfolgreich bekämpft und wir starten jetzt mal die nächste Mission. Liebe Leute! So, wo geht's denn jetzt wohl hin? Da bin ich ja mal sehr gespannt, meine Freunde. Aha, Wildlife Park 3. Das Bild kennt ihr vom Thumbnail, ne? Das ist ja so und überhaupt sowieso... In Nordamerika ist eine regelrechte Seelöwen-Euphorie ausgebrochen. Viele Tierparks wollen auch davon profitieren und möchten Seelöwengehege anlegen. Leider sind diese nicht ganz billig. Okay, das heißt, ich soll jetzt hier Reibach machen, oder was? Die SBC hat dich beauftragt, einen kleinen Tierpark in Texas zu übernehmen und die notwendigen Geldmittel zur Seelöwenhaltung zu beschaffen. Hm, hab ich mir gedacht, hier ein paar Bisons laufen hier rum. Das ist aber wirklich sehr klein hier und überschaulich, aber das ist ja nicht schlecht. Wie du siehst, gibt es hier derzeit nur einen kleinen Bisonpark. Dein Auftrag wäre es also, diesen mit Seelöwen auszubauen.
Wie, und die Bisons, dürfen die sich da nicht mehr suhlen oder müssen die gehen oder wie? Damit dir aber erlaubt wird, hier Seelöwen zu halten, solltest du dich erst einmal um die Aufwertung des Parks auf Attraktivitätsstufe 3 kümmern. Sorge also dafür, dass die Besucher des Parks gute Bewertungen im Gästebuch hinterlassen. Ich hoffe, das sind keine YouTube-Kommentatoren bei einem Gästebuch. Aber ja nun, wir schauen mal. Gucken wir uns mal ganz kurz jetzt hier um. Das ist auf jeden Fall der Park. Hier ist ein Bisongehege. So, noch ein Bisongehege. Und hier ist gar nichts. Ein schöner Teich. Subdidabdi. Okay, wir müssen einmal hier ganz kurz rumfahren, meine Freunde. Okay, ist ganz gut groß. Lässt sich auf jeden Fall was draus machen. Was ist denn das? Ach, das ist hier so ein kleiner... Termitenhügel, okay. Na gut. Ja, super. Parkattraktivität 3. Jetzt müssen wir unser gesamtes gelerntes Wissen irgendwie anbringen, an Mann bringen. Und wo haben wir denn hier nochmal den Eingang? Da war der Eingang, okay. Bedeutet Eingang, 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 Eingang. Meine Empfehlung. Hier steht auch Wildlife Park, na, das schöne Schild. Dann stellen wir jetzt erstmal, würde ich vorschlagen, Moment, wo war das noch? So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken. Die wollen ja mal diesen Tinnef-Quatsch, ne? Aber das meinte ich nicht. Genau, als erstes ballern wir hier mal ein Vogelhaus hin, ne? So, bitte sehr, wieso kann ich das nicht bauen? Da passt es hin, okay. Okay, stellen wir das mal hier hin, würde ich sagen. Ne? Okay, dann auch ein bisschen Weg, ne? Soll ja auch ein bisschen angebunden sein. So, bitte sehr. Zim, zam, zim, zam, zom. So, damit das auch erreichbar ist, ne? Schönes Vogelhaus, ne? Können wir natürlich noch nicht updaten, ne? Weil das ist ja noch irgendwie, wie soll ich sagen, okay. Was heißt, das ist ein Vogelhäuschen. Wichtig, glaube ich, auch immer hier ein bisschen Müllentsorgung und so weiter, ne? Wichtig, sehr wichtig. Was haben wir hier noch? Okay, das haben wir jetzt. Das ist ein Klo, machen wir später. Läden. Gibt es aktuell nur den Getränke und Fahrgeschäfte? Kenne ich mich sowieso nicht mit aus. Okay, das heißt, jetzt haben wir hier schon mal ein Vogelhaus hingebaut, liebe Leute. Und würde ich sagen, pass mal auf, machen wir mal hier. Oder genau hier. Dann kommen sie rein, können direkt was kaufen. Ne? Das konfigurieren wir dann auch mal. So, Warenangebot. Dann haben wir nur hier den. Den könnten wir theoretisch. Und machen wir mal hier Mineralwasser. Machen wir mal auf 3. Limonade machen wir mal auf 4. So, auf alle übertragen. Das kennen wir. Dann gucken wir uns mal ganz kurz hier die Preisbewertung an. So, 0. Ist ja auch noch keiner drin. So, okay, machen wir trotzdem mal dicht. So, und dann gucken wir mal hier, dass wir den mal öffnen. So, machen wir mal hier. Machen wir mal 5 Eintritt. Preis übertragen. So, aber der ist noch zu irgendwie, ne? Jetzt ist er offen. Super. Mal ganz kurz hier Preisbewertung. Viel zu hoch. Aha. Dann probieren wir es mal mit 3. Komm hier, Preisbewertung. Immer noch zu mit 3 Pfeifen. Ist euch das zu hoch? Sag mal, Freunde, ich meine, es ist gut. Es sind nur ein paar Bisons, aber das ist so übertragen. Und jetzt? Zu hoch. Zu hoch. Eine Pfeife, komm, eine Pfeife. Also wer keine Pfeife bezahlen will, der ist hier falsch. Angemessen. Ihr habt ja wohl einen Rat ab, liebe Leute. So, so schönes Vogelhaus hier hingesetzt und ihr meckert rum, dass das preislich zu hoch ist. So, aber hier sehe ich das schon wieder. Okay, da gibt es auf jeden Fall... Da gibt es nichts zu saufen. Müssen wir ganz kurz hier was zu saufen hinstellen, oder? Passt das? Ja, genau, zu saufen. Was ist das eigentlich? Ein Kühlregal? Was ist... Unterhaltskosten? Okay, so, pass mal auf. So, und setzen wir hier mal ein Wasserding hin. Ich glaube, hier dürfte auch keins drin sein. Okay. Machen wir mal hier ein Wasserding hin. Okay. Da ist auf jeden Fall schon mal ein Onkel, ne? Das ist super. Und wir wissen ja... Oh, da ist schon einer da. Na, guten Tag, Junge. Geht's dir gut? Was ist hier mit dir? Die wollen bestimmt Paco.
Tierwelt ist insgesamt noch recht dürftig. Ja, das ist richtig. Wir fangen ja auch gerade erst an. Also mecker hier nicht so von vornherein rum, ne? Sondern irgendwie, komm mal klar, Bruder. So, was machen wir hier? Okay. Wisst ihr was? Das sieht doch eigentlich perfekt für Erdmännchen aus. Moment, wir machen mal ganz kurz hier Zäune. Nehmen wir den. Dann nehmen wir den. Mal hier mal ein paar Erdmännchen hin, würde ich sagen. Genau, ein paar Erdmännchen. Zam. Zam. Was? Hervorragend. Bisonkuh ist schwanger. Super. Zam. 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 Wir wissen natürlich, als erfahrene Wildlife-Park-Besitzer, die wir sind, ohne Tor geht da gar nichts. So, und dann machen wir mal hier. Das sind, glaube ich, Insekten, wenn ich das richtig sehe. Eine Futterschale Insekten. Perfekt. Ballern wir mal hier hin. Und dann müssen wir noch ein bisschen was zu trinken. Genau, muss ja auch so sein. Können wir das hier hin? Das ist perfekt. Und okay, dann gucken wir jetzt mal hier, dass wir hier noch so einen schönen Bau hinballern. So, ich denke mal, da müsste man das auf jeden Fall sehen können. Und dann, ich hoffe, wir können überhaupt Erdmännchen kaufen. Aber wie man sagen, das hat so viele Erdmännchen auf den Markt gebracht. Ne, Moment, jetzt mal ganz kurz gucken hier. Erdmännchen, was haben wir hier? Erdmännchen, 8 Jahre, kostet 0, finde ich gut, wird gekauft. Bitte sehr, ein Erdmännchen, so, noch ein zweites Erdmännchen, zam, 8 Jahre. Mal gucken, dass wir vielleicht ein paar Sterne Erdmännchen kaufen. So, 3 Jahre, kostet aber auch 0, finde ich gut, will ich haben, bitte sehr. So, das ist ein Mädchen und das ist, hallo, bist du auch ein Mädchen? Sag mal kurz, ob du ein Mädchen bist. Bodenhärte. Näher ran. So, der trinkt erstmal was. Das ist ein Junge, das ist gut. Dann gibt es direkt mal irgendwie, ne? Wir wissen ja, unsere Erdmännchen sind sehr produktiv und überhaupt Weibchen, 3 Jahre alt. Boah, dass das mal runterspringt. So, hier 3 Jahre alt. Okay, 0 kaufen wir auch mal. Simdidamdi. So, dann gucken wir mal hier. Das ist 8 Jahre alt. Das ist 8 Jahre alt. Das ist 3 Jahre alt. Ist aber auch irgendwie. Kaufen wir auch mal. So, bitte sehr. So, Insekten, klar, wir müssen da natürlich auch einen Onkel einstellen, das ist richtig. So, nehmen wir mal 2 Sterne, perfekt. Du passt hier bestens hin, mein Kollege, ne? Einzugsgebiet vergrößern wir mal ein bisschen und dann kannst du hier, ne, dich mal um unsere Erdmännchen kümmern, denn wir wissen, unsere Erdmännchen sind super Produktionsketten, ne, was die Evolution angeht. Das machen die ganz, ganz hervorragend, ne, und überhaupt und sowieso. Okay, so. Geht's hier rein, so voll das Labyrinth so ein bisschen, ne? Finde ich aber gut, meine Freunde, finde ich sehr gut. So, ja, hier, genau, Erdmännchen da, hier, ich kann es immer ein bisschen knabbern, so, ihr fressen, Artgenossen, noch mehr Artgenossen. Ach ja, wie viel, das waren, glaube ich, die wollen immer noch ein paar mehr. Okay, dann kaufen wir einfach noch ein paar, bis dann die Herde wieder zu groß wird. So, der kostet 100, ne, wir müssen ein bisschen sparen, 9 Jahre, bitte sehr, so, was haben wir da? Der kostet ein Huni, der kostet 0, 9 Jahre, bitte sehr, so, zapp. So, und seid ihr noch zu allein mehr Artgenossen? Wie viele Artgenossen brauchen? Die Herde besteht aus 8 bis 20. Okay, 8 bis 20. Wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, dann machen wir doch ein paar. Können wir noch kaufen. Ja. So, was für 0? Für 0? Für 0. Der ist doch 0. Perfekt. So, hier direkt kaufen. So. Noch einer für 0, super. Das reicht auch erstmal. Denn den Rest der Erde, den kriegt ihr schon klar, Freunde. Da Wasser, da ist Wasser. Da trink dich genüsslich satt, mein Freund. So, okay. Ja, super. Finde ich gut. Haben wir auf jeden Fall jetzt ein paar Erdmännchen hier klar gemacht. Die wollen wahrscheinlich noch ein paar Pflanzen. Nehmen wir ein paar Pflanzen hier. So, bitte sehr. Nehmen wir mal subtropisch. Was ist das? Ne, es ist ein bisschen groß. Was haben wir hier? Tropisch. Genau, ballern mal hier so eine kleine Pflanze. Ihr könnt euch ein bisschen verstecken, liebe Leute. Ne? Es ist doch perfekt. Geht's euch gut, Freunde? Mir geht's prima. Super. Ich denke mal, ne? Ja, geh, Kleiner, wenn du Durst hast. Ne? Hier, der Riesenangebot. Alles auf Lauf. Für dich heute total gratis. Der Onkel macht doch schon wieder die Insekten klar. Ne? Alles super. Ne? Ich bin sehr durstig. Gar kein Problem. So, okay. Wie geht's dir? Mir geht's prima. Super. Das ist der Bau. Perfekt. Ja, das finde ich gut. Okay, dann, wo bist du am Abnehmen? Hier, ne? Parkdeko. Jetzt fangen die wieder mit ihrem Parkdeko-Quatsch an. So. Bison-Kuh ist schwanger. Super, okay, dann pass mal auf, weil die natürlich immer ein bisschen Parkdeko wollen. Wir kennen ja diesen Quatsch, diesen Parkdeko-Quatsch. Kaufen wir mal ein bisschen Deko. Moment. So, hier.
Parktico war, glaube ich, hier, ne? Machen wir mal hier einen schönen kleinen Ameisenhügel hin, bitte sehr. Und dann machen wir hier nochmal eine schöne kleine, wie soll ich sagen? Perfekt. So, da ist schon mal ein bisschen Tinnif, ne? Die brauchen ja Tinnif, die Freunde, das wissen wir, ne? Können wir hier nochmal schöne Fackel oder so hinstellen, ne? Bitte sehr. Können wir eigentlich hier auch am Eingang hinballern, ne? Beziehungsweise hier in unserem Vogelhaus hier. Tinnif! Tinnif, bitte sehr. Da habt ihr Tinnif ohne Ende, Freunde. Naja, ohne Ende nicht ganz, aber, ne? Wir gucken mal. Meine lieben Leute, ich knipse jetzt hier mal auf Pause und sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Erdmännchen hier angesiedelt. Und dann gucken wir mal, dass wir hier den Park aufbauen. 3 Sterne brauchen wir und dann können wir Seelöwen kaufen, wobei wir ein Geschenk gekriegt haben. Aber nein, den können wir hier nicht gebrauchen. Ich sage vielen, vielen Dank und verbleibe wie gehabt in diesem Sinne ab in die Rinne. Und liebe Leute, geht doch mal wieder in den Zoo. Und dann sagt euer Spielkind 45.